heute haben wir gemacht, caminado. Und haben wir angefangen nach links. Bis jetzt war es Oberkörper führen, verdrehen. Und danach werden wir den Schritt machen. Achse, werden wir weiter die Drehung suchen. Hier ist ein vierter Drehung. Ab hier werden wir die Frau zuerst Platz geben auf unsere rechte Seite und versuchen wir im Kreis zu gehen. Ein Schritt. Der zweite Schritt werden wir versuchen, fast am Platz zu machen, damit wir hier drehen in Tanzrichtung, absetzen und raus, geradeaus. Damit wir folgen, wir werden also in die Richtung mit dem Oberkörper, was bedeutet, dass wir die Richtung aufnehmen, lassen uns von ihm das Gewicht verlagern, strecken am Platz, war das Thema, die Schritte nicht groß denken von Anfang, sondern nur die Vorbereitung und dann wird uns der Herr in die Schrittlänge führen. Hier war wichtig, wenn der Mann dreht, dass wir dissoziieren, das heißt der Oberkörper ist beim Mann, die Hüfte in G-Richtung und denken wir wirklich immer, um den Mann herum zu tanzen, um mit ihm in Verbindung zu bleiben. Genau, wichtig ist, dass wir immer zuerst den Weg zeigen mit unserem Oberkörper, dass wir unsere Umarmung locker lassen, beweglich, dass wir die Frau nicht festhalten, wenn wir drehen, sondern es ist flexibel, der Umarmung in diesem Moment, wenn wir unsere Arm hier lassen, die Frau hat keinen Platz. Genauso damit wir haben zwar die Umarmung mit dem Herrn, aber versuchen wir nicht zu ziehen, sondern denken wir, dass wir mit dem Brustbein den Herrn suchen. Mit dem Oberkörper kommen wir zu ihm und dann wird er uns den Schritt führen. Und danach können wir das mit Verdoppelung machen. Eins, zwei, drei. Und lang, lang, schnell, schnell, schnell.